Die Arbeit der Loki-Schmidt-Stiftung ist ja zu einem großen Teil aus Spenden finanziert. Und wir führen damit Naturschutzprojekte durch mit diesen Spenden. Wir machen Umweltbildung, aber vor allem kaufen wir auch Gebiete für den Naturschutz auf. Wir haben auf diese Art und Weise in 40 verschiedenen Gebieten in Deutschland eigene Projektgebiete. Und ein besonderer Schwerpunkt sind die Moore. Moore gehören zu den bedrohtesten, seltensten und wertvollsten Lebensräumen, die wir in Deutschland haben. Und deswegen hat die Loki-Schmidt-Stiftung schon von Anfang an Moorgebiete gekauft. Und hier, das Wittmoor, ist unser größtes und schönstes zusammenhängendes Moorgebiet. Hier haben wir immerhin 900.000 Quadratmeter eigene Fläche kaufen können. Moorschutz heißt eigentlich vor allem eines, den Wasserstand wieder in Ordnung bringen. So ein Moor muss nass sein. 95% der Moore sind inzwischen entwässert und vom Menschen genutzt und zerstört. Und wir als Loki-Schmidt-Stiftung versuchen, die Flächen, die wir in Mooren kaufen, zu sichern, indem wir zunächst einmal die Gräben dicht machen, wieder unter Wasser setzen und damit den Wasserstand des Moores wieder in Ordnung bringen. Das ist hier im Wittmoor toll gelungen. Sie sehen diese wunderschöne renaturierte Moorfläche. Hier brüten tatsächlich noch die Kraniche. Man hört sie manchmal zwischendurch sogar im Hintergrund. Und wir haben viele andere seltene Arten, die hier vorkommen. Die wichtigste Pflanze in den Hochmooren ist das Torfmoos. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Das Wichtigste ist vielleicht, dass dieses Torfmoos die Pflanze ist, die den Großteil des Torfes gebildet hat, aus dem der Boden in den Hochmooren ja besteht. Das ist also die torfbildende Pflanze schlechthin. Und sie hat bestimmte Tricks, mit denen sie es schafft, in diesem Lebensraum zurechtzukommen. Ich hole mal eine raus. Dieses kleine, unscheinbare Moos hat nämlich die Fähigkeit, sich seinen eigenen Lebensraum selbst zu schaffen. Und zwar gibt es an seine Umgebung H+-Ionen, also Säure, ab, die das Milieu immer mehr versauern, sodass andere Pflanzen immer schlechter wachsen können. Und damit verdrängt sie zunehmend die anderen Pflanzenarten. Das Moor wird immer saurer und die pflanzliche Biomasse zersetzt sich auch immer weniger, was dann im Resultat dazu führt, dass das Moor immer mehr in die Höhe wächst und diese Torfe aufbaut. Darüber hinaus ist dieses Moos eben ein hervorragender Wasserspeicher. Es besteht zu über 90% aus Wasser. Wenn ich das jetzt zerdrücke, dann läuft da das Wasser hoffentlich auch raus. Ja, das tut es. Da sieht man das noch mal ganz gut. Aber die vielleicht faszinierendste Eigenschaft dieses Mooses ist, dass es potenziell unsterblich ist. Das wächst nämlich oben immer weiter und stirbt nach unten ab. Und unten entsteht dann der Torf und oben macht es Photosynthese und wächst weiter nach oben. Und so kann das Moor immer mehr in die Höhe wachsen. Erst in den letzten Jahren haben wir gelernt, dass Moore nicht nur für Natur- und Artenschutz wichtig sind, sondern auch für den Klimaschutz. Denn Moore sind die bedeutendsten CO2-Speicher der Erde. Obwohl Moore nur 3% der Erdoberfläche bedecken, speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff, CO2, wie alle Wälder der Erde zusammen. Und das tun sie in ihren Böden, in diesen Torfböden. Und wenn diese Moore entwässert werden, dann entweicht eben der Kohlenstoff in die Atmosphäre. Und ist sozusagen dadurch klimaschädlich wirksam. Und man kann sagen, je nach Bundesland zwischen 5 und 10% der Kohlenstoffemissionen stammt aus entwässerten Mooren. Und wenn wir die Moore wieder vernässen und renaturieren, dann bleibt der Kohlenstoff im Moor. Das heißt, was wir für den Naturschutz tun, ist gleichzeitig auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Wer also an die Loki-Schmidt-Stiftung für den Kauf von Moorflächen spendet, tut damit auch etwas für sein Klimagewissen, nicht nur für den Natur- und Artenschutz.